Initializing interface. Recognizing critical thread. Horde Knight incoming. Establishing supplementary firewalls. Additional base defense desperately recommended. Initializing command interface. Guns up and good luck Ragnar. Good luck No-Budget-Nerd. EBP shutting down. Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Der No-Budget-Nerd und ich sind fleißig in den letzten Vorbereitungszügen zur Blutnacht. Wir haben es mittlerweile 19 Uhr und verbarrikadieren uns jetzt, so sehr es die Zeit noch zulässt. Wir sind gerade nochmal hier an Türen nachrüsten und so ein paar Spikes um die Base ziehen. Außerdem platzieren wir unsere Geschütze. Wir haben da oben ein paar stehen. Das heißt, die Flanke ist relativ sicher. Auch wenn immer nur ein Turm aktiv ist irgendwie. Naja, zwei. Einer vom Gowski, einer von mir. Und ja, wir sind gespannt auf die erste Alpha 18 Nacht. Ja, das wird ein spannendes Erlebnis. Besonders, weil wir noch nicht so gut ausgerüstet sind, sag ich mal. Ja, kann man so sagen. Yay. Yeah. Uhu. Zack und zack und weiter geht's immer runter. Also ich merke gerade oder ich sehe gerade, dass in der Blutnacht die Frames gerade bei mir richtig einbrechen. Ich habe nur noch 15. 15? Ja, das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Beleuchtung haben als vorher. Was grundsätzlich schon mal schlecht ist. Ja. Allerdings. Ja, hier in der Base fällt das Bock auf und erziehen. Ja, dann mach das Feuer doch mal aus. Das dürfte schon mal ordentlich helfen. Die Fackeln sind eigentlich auch eher nutzlos, oder? Hm, sind sie? Also ein bisschen Licht wäre halt schon schön. Obwohl, wir haben Taschenlampen, ne? Richtig. Rabemmel! Hashtag. Der ist dir wichtig, oder? Den willst du hart etablieren. Ja, richtig. Ach, scheiße. Weg damit. So, dann werde ich vielleicht mal meine Waffen alle reparieren. Was hältst du davon, wenn wir demnächst mal in Angriff nehmen, hier so ein, was wenigstens eine zweite Reihe hier oben raufzusetzen? Eine zweite Reihe was? Na, damit wir hier oben nicht so auf so einen Block breiten Steg laufen müssen. Ja, das könnten wir mal machen. Man könnte auch so ein Dach in Angriff nehmen, oder? So eine schöne schöne Säule in der Mitte oder zwei, drei Säulen. Ja, wir haben ja Garten, also ganz vielleicht nicht. Ich muss mal gerade noch mal ein bisschen Holz fällen. Vor meiner Nase sind gerade Bäume. Und zwar nicht zu knapp. Also, in einem bestimmten Winkel sind die einfach weg. Das ist ja ätzend. So, ich entferne mich von der Base und die Frames steigen nach oben. Ja, wer hätte das gedacht? Wieder einmal sind zu viele Blöcke ein echtes Problem und ein Framefresser. Alter, hier verschwinden nachts gerade Bäume. Ich habe hier Schattenbäume. Das ist ja richtig. Also es sieht hier tatsächlich echt creepy aus gerade. Ja, also der Baum hier, von dem ich stehe, ist gerade halbtransparent. Ist jetzt gerade wieder aufgetaucht. So. Jetzt machen wir nämlich noch einmal fix ein paar Holzkisten. Wood Frame Blocks. Die würde ich dann so weit wie möglich nochmal um die Basis rumziehen. Ich würde mal die Hälfte der Fackeln vielleicht abnehmen. So, außen auch Fackeln? Ja. Naja, außen sind sie ja eigentlich nur wichtig, ne? Ja. Drin sind sie ja scheißegal. Da knallt es. Und wir haben es gleich 21 Uhr, das heißt die letzte Stunde. Unser letztes Stündchen hat geschlagen. Ja, auch das. So, das auch weg. Die auch noch weg. Es wird aber wirklich schlagartig dunkler. Ein bisschen was bringen die schon. So, jetzt haben wir hier diese netten Woodblocks. Boah, krass. Ich gucke gerade ganz nach oben, also nicht nach vorne oder sonst, einfach nur stumpf nach oben und meine Frames sind bei 46, 47, Alter. Lukas Logan. Das wäre der Shit. Ja, tatsächlich. So. Ich habe mal ein bisschen Baugrund hier gerade geschaffen. Ist alles nicht verbessert, aber das ist, glaube ich, auch scheißegal. So können wir wenigstens durch die Blocks durchschießen. Und haben ein bisschen Lauffläche. Fläche. Ich weiß noch, bei einer der ersten Blutnächten auf der alten Map, wie wir da reihenweise den Berg runtergepuzzelt sind. Ja. Oh, da bin ich auch so unfassbar häufig gestorben, ja. Yep. Ich hoffe, dass das mit etwas mehr Erfahrung und etwas besserer Bewaffnung nicht so oft passiert. Die Erfahrung war nicht das Problem, dass die Frames noch unterirdischer waren als ohnehin schon. Ja. Also als hier jetzt. Da bin ich ja teilweise, ja, ich habe dir ein WhatsApp-Video geschickt, da hatte ich 3 Frames, Alter, das geht gar nicht. Ja, das fällt dann unter nicht spielbar, möchte ich sagen. Ich meine, das ist jetzt schon hart. Selbst meine Stop-Motion-Clips, die laufen mit 22 Frames. Ja. Ne? Ja, das ist leider so. Ich bin aber jetzt erstmal halb froh, wenn ich diese Blockreihe noch rumkriege, bevor wir anfangen müssen. Und da muss ich auch noch meine Munition einsammeln. Zack, zack, zack. Und so ein Geländer wäre vielleicht gut, dass man nicht gleich runterfällt, ne? Ja. Bei Zeiten mal einfügen. Am besten, ne, du bist ja auch so ein Experte darin, in deine eigenen Spikes zu fallen und den nicht zu verbluten. Ja, das kann ich. Das hatten wir ja auch in der Blutnacht-Folge drin, das hat mich äußerst amüsiert. Fandst du gut, Sasse. Siehst mich also nicht großer Fan von. Und ich sehe gerade, wir hätten noch ganz schön viele Holzwürfeldinger Scheiße gehabt. So, Munition. Sacken wir doch mal ein. Hier liegt noch ein bisschen Pumpgun-Munition. Ich bin erstmal voll mit Pumpgun-Munition. Man kann ja leider nur noch 150 nehmen. Also ja, auf einem Stack. Ich wollte gerade sagen, du kannst schon mehr nehmen. So ist nicht. So, roter Tee, Nahrung. Da fordere ich nochmal eben was. Was haben wir denn da? Hier, Dosenfleisch, das tut's. Und dann... Wegen 7 Shells holst du mich jetzt nochmal von da oben runter, oder was? Ja, natürlich. Wollen wir auf der gegenüberliegenden Wand nochmal eine Treppe hinbauen? Oder wenigstens eine Leiter? Nicht wirklich. Ich würde sagen, dass wir das hier irgendwann großflächig zum Garten anlegen. Ja, das war sowieso der Plan, so ein bisschen. Ja, deswegen macht da irgendwie die Treppe keinen Sinn. Denn das verschwendest du nämlich bloß einen Block. Ja, das ist richtig. So, ist die AK geladen? Hashtag Word of the Nerd. Ja, du mit deinen Hashtags, Alter. Gamera wäsch mit deinem Social-Media-Kram. Sagte der Mann, der auf Facebook und Twitter unterwegs ist. Ja, weil es notwendig ist. Ja, ich bevorzuge Twitter tatsächlich. Ja, bei weitem. Oha, man sieht echt relativ wenig. Krasser Shit. Hätte ich nicht gedacht. Ja, halbe Stunde. Kann man hier noch irgendwas verbessern? Vielleicht habe ich noch ein paar Spikes fertig. Man kann es einfach nur noch warten. Warum soll ich warten? Echt jetzt? In 25 Minuten beginnt die Blutnacht und wir kommen jetzt das Schilden, oder? Egal, da muss ich jetzt durch. Geh halt pissen. Da muss ich jetzt durch. Die Stunde. Ich überstehe diese Nacht selbst mit vollgepiste Hose. Na, viel Spaß. Hier ist der Beweis. Der Gowski ist ganz schön eklig. Hallo? Henning, wenn du das siehst, bin ich nicht. Doch, sag. Nein. Hast du jetzt gerade allen bewiesen, der ganzen Welt. Allen 33. Hallo alle 33 Abonnenten von Rackson. Guck doch mal auf No-Budget-Nerd. Ich habe 1200 noch was Abonnenten. Ich bin viel besserer als ihr. Ja, guckt aber trotzdem mal vorbei. Es lohnt sich. Schön blöde Clips. Mein nächster Clip ist fast fertig. Gamera vs Space Godzilla, also alle Kaiju-Fans, also Monster-Fans, guckt mal bei No-Budget-Nerd vorbei. Ich glaube, ja, da werden die auch einen Spaß haben. Ja, mittlerweile machst du ja tatsächlich mehr diese Kampffilmchen. Mhm, ich mag ja deine humoristischen Sachen. Weit wieder. Ja, aber... beißenden Satire. Die kommen bei weitem nicht mehr so gut an. Ich meine, ich habe gerade zur Zeit gar keinen Bock so wirklich auf Comedy, muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, ist dir die Welt zu ernst? Nee, das nicht, aber ich habe halt Blut geleckt jetzt an diesen Kurzfilmen, ne, das zu machen. Ich hab dir auch von meinem nächsten Projekt, Schwarz-Weiß-Projekt, Gojira in Bolzenburg erzählt. Mhm. Ja, und sowas halt mal umzusetzen, so ein bisschen dramatisch das Ganze. Muss ich halt nur noch ein, zwei Leute finden, die da mal vor der Kamera agieren wollen. Ja, das kriegen wir schon hin. Ne, wenn man so eine hässliche Drecksfresse wie meine da haben will. Dann kriegen wir das hin. So, oh, scheiße, ich bin viel zu weit weg von der Base. Das ist keine so gute Idee. Ich bin in der Nähe von Minen. Oh, das wird witzig. Die werden hier wahrscheinlich ja an der Military Base spawnen. Okay. Yes, Baby, es geht los. Es geht los, es geht los. Action, Freunde, Action. Ja, wird schon. Oh, so. Entschuldigung. Dann gucken wir doch mal. Das war wieder mal ganz schön eklig. Da kommen sie, und zwar nicht zu knapp. Die rennen übrigens in der Blutnacht. Oh, fick dich doch. So, von allen Seiten kommen sie gleich angesprintet. Ich glaube, wir bleiben hier nicht lange draußen, du. Alter! Ich bin so gut wie tot. Keine Chance. Alter! Instant am Verbluten. Ne. Pass auf, die sind in der Base, Alter. Dann müssen die da drin gespawnt sein, scheiße. Nee, warte, hier ist einfach die Tür offen. Oh, Alter ist reingekommen. Ich gehe mal nach oben und... Alter! Ja, die klopfen an. Und zwar nicht zu knapp. Und zwar gar nicht mal zu knapp. Nee. Ich auf die andere Seite. Ui. Ja, mach das mal. Zack. Oh, Hunde. Einmal Loot. Und sie klettern natürlich die Barrikaden hoch. Aber sie sterben auch dran. Das ist schon mal ein Anfang. Komm her, Alte. Stirb. Oh. So, der erste Holzblock ist natürlich weg. Ohne Spinne. Was ist? Die hier hoch. Die in der Barrikade verreckt ist. Sehr schön. Noch eine Spinne. Big Mama. Doggy. Scheiße. Mumpel leer. Oh, eine Spinne ist reingehüpft. Nicht gut. Boah, die springt hier echt eiskalt über die Barrikaden. Scheiß Vieh. Ich glaube, ich guck mal eben nach der... Oh, scheiße, ich hab die nicht drin. Guck mal nach den Türen. Ja, will ich gerade. Also ich komme hier gerade... Oh, scheiße! Ja, ich sehe es. Oh. Türen sind repariert. Aber wenn da nicht einer aufpasst, dann sind die auch gleich wieder Schrott, ey. Ich hab kein Eisen oder sowas. In der Workbench liegt was. Boah. So... Alter, sind das viele. So, ich hole mir auch noch ein bisschen Eisen nach. Ach, hier ist kein Eisen mehr. Scheiße. Okay, unsere Türme schießen. Das höre ich auf jeden Fall schon mal. Ja, ich stehe genau daneben. Scheiße. Oh, nein. Was denn? Spinnen. Ja, tatsächlich. Ja, wir müssen erhöhen. So, Ich habe gerade nochmal Stahl nachproduziert, also Eisen für die Türen. Ja, meine Shotgun-Munition ist gleich weg. Ja, ich dürfte auch nicht mehr viel haben. 133 Schuss. Ich muss mich mal verbinden. Oh, shit! Was denn? Die sind drin. Das ist mistig. Ja, die sind drin. Die haben die Tür total kaputt gemacht. Hier ist nichts mehr. Rückzug, instant Rückzug. Raus. Erwarte nicht, dass es da besser wird. Alter, diese Bauarbeiter gehen mir so auf den Sack. So, ich bin down, ich habe keine Chance. Ja, sieht bei mir nicht da anders aus. Oh, Korps. Weg. Ja. So. Was musst du die auch rennen lassen, Müller, ey? Du bist so ein hochgradiger Penner, Alter. Was für Wahnsinn, Alter. Du bist hier so richtig. Ich hab halt auch nur eine Pistole, ich hab die auch nicht mehr. Das ist gut, das ist gut. Nö, am Arsch, Alter, ich komm nicht mehr zu meinem Deckpack. Fuck, oh nein. Und ein Schlag und ein Schlag. Oh, Müller, Alter, musst du die denn rennen lassen? Elendiger Pisser. Oh, bin ich froh, dass das vorbei ist. Meine Fresse. Also beim nächsten Mal weiß ich, werde ich auch vor die Türen Spike Traps bauen. Dass sie da gar nicht erst rankommen. Und ich weiß auch gar nicht, warum die so steil auf die Türen gegangen sind. Weil die rein wollten? Warum denn sonst, Mann? Ja, sicherlich. Aber die bescheuert oder was? Aber das waren ja nicht irgendwie Schwachpunkte. Also die Mauern sind ja viel dünner als die Türen. Aber weniger einladend. Meinst du? Also so eine verschlossene Tür hat was Einladendes, ja? Wenn ich die Wahl hätte zwischen der Mauer und der Tür, würde ich die Tür nehmen, das ist ohne Scheiß. Siehst du, und bei 7 Days würde ich mittlerweile immer die Mauer kaputt kloppen, weil irgendwie geht das Gefühl jedes Mal schneller. Kommt auf den Wall an, ne? Ja, nicht wirklich. Du musst jetzt erstmal Bäume fällen, ja? Ich brauche noch einen Erfahrungspunkt, damit ich meinen Pummelpeed aufrüsten kann. Ich bin so kurz davor. So kurz. Yeah, da ist er. Level 50. Oh, ich habe ein paar Level gemacht, sehe ich gerade. Ich habe 4 verfügbare Skillpoints. Hubala. Ja, ich auch. 3 habe ich davon schon... Donnerlittchen. Benutzt und ja. So. You're fit and able to deal... Good chance to dismember with shotguns, clubs and sledgehammers. Das jetzt erstmal. Wo kann ich denn die besseren Hämmer und so bauen? Craft good quality tools, das wollte ich doch. Und dann will ich aber auch noch good quality hammers. Auch wenn ich den sowieso noch nicht bauen kann. In Ermangelung einer Anleitung. Steel Tool Schematic. Aber immer noch Level 3. Was ist ein Hammer? Achso, das war ja Intelligenz. Nee, hätte ich gerne, ja. Ich glaube, hier war das. Electrician. Bla 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 bla. Oh, wenn ich das höher skille, kostet das auch alles weniger. Ja, Shotgun Turrets, sowas will ich ja nicht bauen. Ich will einen scheiß Sledgehammer haben. Sledgehammer. Du. Also was mich immer noch ärgert, ist, dass die Entwickler es nicht geschissen kriegen, vernünftige Abschlüsse zu Übergängen zu machen. Achso, du meinst mit den... Diese Gaps jetzt zum Beispiel zwischen Holz und Asphalt, ne? Ja. Das finde ich ein bisschen assi. Ja, ein bisschen. So, aber wo ist jetzt... Würde wohl hier sein, ne? Heavy Armor. Okay. Wo gibt's die besseren Hammer? Bei Brawler ist es schon mal nicht. Muss ja irgendwas sein, wo schon hast du schon das andere gecraftet? Nee, ne? Das was? Das, wie hieß denn das noch? Crucifier? Irgendwie sowas. Was? Crucifier? Healing Factor. Skull Crusher haben wir hier. Ach hier, Bonebreaker. Da muss ich einen draufsetzen. Oder brauche ich das? Oh, habe ich sogar noch. Klicke mal in den Output hier, Blade-Ding, Schematic, okay. Was für Ding? Guck einfach in die Werkbank rein. Trottel. Achso, hier die Blade Trap. Ja, cool. Also dafür brauchen wir aber Strom. Glaube ich. Irgendwann werden wir auch Strom haben. Ja, das stimmt allerdings. Electrical Parts, ja. Werden wir auch Strom haben. Aber die sind echt cool. Die machen auch nicht ran. Die machen immer. Genau. Könnten wir sogar schon ein paar Stück von bauen. Aber in der Mangelung an Plump. Was ist lustiger als Klingen, die. Die, ja, durch Zombies durchschnitzeln. Hier. So. Also ich wäre immer noch dafür, dass die Entwickler da mal ein paar Gore-Effekte einbauen. Kratzer und Wunden an den Zombies. Sowas gab es tatsächlich schon auf der PlayStation 1 und 2 damals. Ich habe hier ehrlicherweise nicht mal die Zeit gehabt, um irgendwie zu gucken. Nee, es passiert einfach nicht. Passiert nicht, das. Okay. Oh, wir brauchen Clay. Haben wir denn noch Clay irgendwo? Ich werde erstmal ein paar Reparaturkits bauen. Was hältst du von der Sache? Ja, mach mal. Also ich habe noch 6, kannst du dann erstmal für dich nehmen. Aber ja, grundsätzlich ja. Ich gehe in den Blut nach buddeln. Mein eigenes Grab wahrscheinlich. Ich werde mal 50 machen. Mach mal 50. Jo. Na, ich war ja fleißig, was das Klebeband angeht. Boah, 10 Minuten, das sollte ich mal lieber in Erwägung. Ja, bevor du das im Inventar hast, ist das wahrscheinlich clever. Zack. Ich hole mal Clay für Munition. Es donnert immer noch fleißig. Ich baue jetzt einen Straßengraben. Bis zum nächsten Händler. Zack. Also ich habe ja die Vermutung, dass die Wellen so lange gehen, bis man fast keine Munition mehr hat. Ja. Egal wie viel Munition du hast. Wenn du nur 5 Schuss hast, kommen nur 10 Zombies und dann ist vorbei. Dann passiert nichts mehr. War es beim letzten Mal nicht auch so, als die Blutnacht zu kurz war? Nee, das war nicht das letzte Mal, das war die zweite Blutnacht, wo halt als Schluss war oder so, kam plötzlich. Ja, ja, das meine ich mit das letzte Mal, als die Blutnacht so kurz war. Also nicht die letzte Blutnacht, sondern... Es war irgendwann mal so, ja. Ja. Aber wurde da nicht... Wow! 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 Sie kommen nochmal. Oh nein, bitte nicht, ey. Ich will das alles nicht mehr, ich will Ruhe. Shit. Oh, pass auf, hinter dir. Flieger. Boah, ja. Hab ihn. Boah, ich hab grad 2 mit einem Schlag. Scheiße. Jetzt legen die echt nochmal los, ey. Die blöden Pitte. Wieso lebst du denn noch? So, der ist hin. Und die auch. Oha. Können wir nochmal auch nehmen, ein paar. Donnerlichtchen. Nochmal ein Bloater. Warum treffe ich die denn nicht, Alter? Die hätten in der fucking Base bleiben sollen. Du musst also, ja unbedingt buddeln gehen, ey, weißt du? Ich sag doch, ich schaufel mir mein eigenes Grab. Pass auf, Hund. Jo. Ex-Hund. Das war Lucky Punch. Noch einer. Ja. Boah, du denkst mir natürlich wieder genau vor Fadenkreuz, du blöder Pimmel. Entschuldigung, ich wollte sterben. Sollte ich jetzt doch noch sterben? So, der ist hin. Wow, Hund. Spinnen. Jetzt kommen die hier echt nochmal angeschissen, ey. Eine halbe Stunde müssen wir... Ey, ich habe auch gleich keine 9mm Ammo mehr, ne? Das ist so belastend. Ja, meine ist quasi schon alle. Vor allem habe ich kein Heal mehr. Ne, ich auch nicht. Noch 20 Schuss 762. Und etwa nochmal genauso viel 9mm. Also ich gucke, dass ich so oft wie möglich den Sledgehammer auspacke. Und? Selbst da rennst du mir davor, ey, alter Müller. Ja, war bestimmt mit Absicht. Ich habe gerade nämlich Zeit, um mich gemütlich umzugucken, wo du gerade stehst. Alles ganz easy. Du rennst mir immer, wirklich immer irgendwo davor, Alter. Ja, weil du so eine Anziehungskraft auf mich hast, weißt du? Jetzt ist hier auch noch so ein fliegender Wichser, ey. Spinne. Witzig, ey. Ich verreck jetzt, glaube ich, gleich. So. Selbst da habe ich durchgeschossen. Ich habe mal durchgeschossen. Eiskalt. Und der steht wieder auf. Ich gehe jetzt erstmal rein. Alter, ich muss was trinken. Und irgendwoher brauche ich Healing. Genau, Essen. Essen, Essen, Essen. Sollte es denn hoffentlich gewesen sein. So, ich habe noch ganze 33 Schuss und dann ist hier endgültig Tille bei mir. Also ich habe noch 10 und noch 13. Also 10 9mm, 13 762. Und dann ist Schicht im Schacht, aber komplett. Yay! Was denn? Nee, alles gut. Hat Spaß gemacht. Wir haben mir nochmal ein paar Vitamine. Puh. Donnerlittchen. Übrigens die Rennen der Bude. Das geht mir echt nicht aus dem Schädel, du Dreckiger. Ja, so, was wollte ich denn jetzt eigentlich mit dem Lehm? Genau, ich wollte ihn in die Schmelze packen. Ja, nee, das kenne ich. Das ist gerade total abgefuckt. So viel Liebe. Mhm. Mhm. Ich hab dich ja wirklich lieb, ne? Ich lieb dich wie ein Bruder, aber Alter, das war scheiße. Weißt du, was ich... Ich kann uns jetzt 2 Verbände machen. Oder einen. Nee, nicht mal. Nicht mal. Ich muss daraus ja noch Aloe-Creme machen und ich habe keine, nur 2 Aloe-Blätter gerade bekommen. Oh, den Preis jetzt heißt du Sonnenaufgang. Ja. Es ist ein ehrliches Grinsen und Lächeln. Ja, ich bin so froh, dass das vorbei ist. Vor allem, wir können jetzt nicht mal irgendwie mit Munition looten gehen oder sowas. Wir sind ja komplett leer gebrannt. Oh, ich sehe noch das letzte bisschen Schlachtfeld vor der Tür. Mhm. Kloppt die jetzt noch zu Moos wegen dem Dings hier, wegen dem verrottenen Fleisch. Ja, gönn dir. Aber ansonsten ist hier auch echt Titte, ey. Was für ein Abfuck. Ich werde mal die Junk Turrets nachladen. Ja, ich glaube, die haben eh nicht viel geschossen. Aber... dass man die nicht so nachladen kann, ne? Den kann ja, ich so ein bisschen nachladen, das musst du also, denn machen. Ja, die ich oben hingestellt habe, da kommst du ja nicht ran. Ja, das so. Ding ist auch... Ach, hier sind auch noch 1000 Clay. Aber das ist ja gar nicht mal verkehrt. Oh, noch Nitrat. Wo ist hier Nitrat? Da ist Nitrat. Und was braucht man noch für diese Farmplots? Oh, kann ich schon. Sehr schön. Holz. Oh, noch da. Ich baue mal noch ein paar mehr Farmplots. Warum kann ich nur einen? Achso, weil ich nur so wenig blödes Gammelfleisch habe. Wo ist das Gammelfleisch? Im Döner, im Döner. Unser schmeckt doch ganz gut hier. Es ist echt kein Gammelfleisch mehr da. Das wäre toll. Die hat gar nicht geschossen hier, die Drecksau. Ja, faule Säcke. Alle faul wie Hulle. Ah, unglaublich. Hallo, kleine Blue. Hallo, Internet, das ist Blue. Schon wieder. Man sieht ihn nicht, nur ein bisschen die Öhrchen. Blue ist ein Mädchen. Weißt du denn gar nichts? Blue ist blau. Den Kater. Katze. Den Kater Katze. Den Katze, genau. So, werde ich wohl noch ein bisschen mehr Aloe Vera anbauen. Stress, ey. Ja, das war echt Stress. Alter, war das Stress. Aber geiler Stress, wie ich finde. Du nicht, nein. So, weiß ich. Ja, ich weiß. Die rennen hier. Ja, aber es geht ums Prinzip. Darf ich die wenigstens joggen lassen? Nein. Allein schon, weil du so dreckig fragst. Aber die joggen auch tagsüber. Nee, nachts. Nachts joggen sie. So. Ja, dann lass sie meinetwegen joggen, aber nicht rennen. Alter. Ja, rennen ist echt assi. Gebe ich dir recht. Aber guck mal, wie schön deine Eichen gewachsen sind. Hey, ne? Ich bin dreimal gestorben oder zweimal, aber hey, immerhin sind die Eichen, immerhin sind die Bäume gewachsen. Ja, und sie sind quasi echt wunderbar fluffig, ne? Und groß. Ne? Wir haben keine Munition mehr und yay. Ne? Lass uns die Spiele beginnen. Und wir haben vielleicht nur die Hälfte der Blutnacht aufgezeichnet, weil ich vielleicht ansonsten nur meine Fresse gefilmt habe. Super gut. Ein Fest. Ich guck gleich mal rein. Ne? Bis dahin. Hoffe ich aber, dass es euch gefallen hat, wie immer natürlich. Und wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Peace out, bis zum nächsten Mal. Abonnieren und kommentieren nicht vergessen, Leute. Genau, und nur für Michi Rappemil.